Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich bedanke mich, dass du eingeschaltet hast. Und freue mich, dich begrüßen zu dürfen. Ich habe tatsächlich erst jetzt gemerkt, nicht jetzt, aber schon seit Samstag gemerkt, nachdem ich das Video online gestellt habe vom Zwilling, dass ich andauernd vom Stier gelabert habe. Und deswegen hätte ich mal besser mal auf die geistige Welt gehört, hätte ich das Video nochmal drehen sollen. Also tut mir leid für diese Umstände. Eigentlich meinte ich Zwilling. Ich bin am überlegen, ob ich das nochmal mache, weil mich ärgert das so ein bisschen schon. Das ist ein bisschen so die ganze Zeit von Stier sprach statt vom Zwilling. Genau. Und in diesem Video gehe ich jetzt erstmal aufs Rutsch und Skorpion sagen. Auf diese. Mein Gott. Nein, wir werden heute jetzt über den Krebs reden. Die Botschaft für den Krebs im Monat Februar. Okay. Let's start. Habt ihr eine Botschaft für den Krebs in diesem Monat Februar? Also, ja, habt ihr eine Botschaft für den Krebs im Monat Februar 2024? Ihr müsst ja nicht eine Botschaft haben, ihr könnt auch mehr. Mehrere, genau, so einfach ist das. Okay, danke schön. Für den Krebs, was haben wir denn? Okay. Ich habe immer noch nicht aufgeräumt, ne? Also falls ihr euch jetzt gewundert habt, dass die Maura endlich geschafft hat, ihr Zeug aufzuräumen, nein. Ich sag immer, ich habe viel zu tun, weil ich noch ganz viele Beiträge schreiben muss für meinen Blog und so weiter. Und dann gehe ich in den Urlaub, für mich persönlicher Urlaub, weil ich dann irgendwann mal im Mai, nämlich mein nächstes Seminar starte, April, Mai. Und das ist sehr wichtig. Und deswegen gehe ich da jetzt schon mal. Muss ich echt aufräumen. Oh mein Goodness. Ach komm, lass uns mal dieses Papierzeug wegschmeißen. Das ist unglaublich. Ja, Leute, ihr erfährt hier Privates auch noch aus meinen YouTube-Videos. Das. You know what I do. Okay. Kann ja rausschneiden, irgendwie auf YouTube. Egal. Ja, also. Für den Krebs. Ich sehe, du arbeitest sehr, sehr viel. Du strengst dich sehr, sehr viel an. Du hast sehr viel Energie zu arbeiten, aber dennoch guckst du schon auf die andere Seite und bist dir noch nicht so bewusst, was du wirklich willst. Ja, also vielleicht ist das auch so, du stehst da und wartest auf etwas, ne? Also erst hast du hier die harte Arbeit gemacht, und für mich fühlt sich das an, als hättest du den Sieg, den Erfolg bekommen. Du hast den Erfolg, du hast den Erfolg, arbeitest hart für deinen Erfolg und trotzdem stehst du da am Rande und guckst da nach rechts. Für mich kommt es so vor, als wäre das so eine Art Richtungswechsel für dich. Vielleicht überlegst du dir auch die Richtung zu wechseln. Genau. Und also hier, ne, ihr seht hier, hart arbeiten. Schaut nach rechts. Für mich ist das so gefühlt Richtungswechsel. Vielleicht verändert sich ja auch was in deinem Leben. Und du hast quasi Erfolg. Erfolg, Sieg auf allen Ebenen. Vielleicht einfach auch nur auf einer Ebene. Und es scheint auch eine glückliche Zeit für dich zu kommen. Also so eine sehr, sehr glückliche Zeit.
Ja. Eine glückliche Zeit. Bei dem Ast der Schwerter sagen die auch einiges, dass es was mit Triumph ist, in der Liebe wie im Hass. Eroberung, großer Wohlstand und großes Elend. Man sieht es ja mal beidseitig. Man sieht ja nicht nur die positiven Seiten. Wir haben ja auch immer negative Seiten in uns. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Das ist auch ganz, ganz wichtig zu wissen. Und ich glaube auch ein bisschen in diesem Sinne ist es auch so ein bisschen. Kennt ihr wie heißen diese acht, ne? Dieser acht hier? Ich komme nicht mal auf diesen Begriff. Und es ist so eine acht, ist ja für diese Einfachheit, Einheit, war das so, ne? Und für mich kommt es auch so eine Art Gleichgewicht. Du kommst ins Gleichgewicht. Kommst ins Gleichgewicht. Es ist auch so ein Gleichgewicht, vielleicht auch so ein Prinzip aus Geben und Nehmen, ja? Also das ist so eine Leichtigkeit, genau, Leichtigkeit für mich. Ja. Man sagt hier, das ist eine Anpassungsfähigkeit, eine Unschlüssigkeit, das kann auch schon sein. Und in dieser Karte ist natürlich auch, dass du deine Sinne anschaust und ja, du bist so ein bisschen ungeduldig, ne? Du bist so ein bisschen ungeduldig, dass das Zeug hier nicht wächst, ne? Also es wächst und irgendwie bist du ein bisschen ungeduldig, ne? Man, gewisse Dinge brauchen seine Zeit. Also es ist so, gewisse Dinge brauchen so seine Zeit. Und da sollte man natürlich auch ein bisschen an sich arbeiten, auch an sich, an seiner Geduldsfähigkeit. Na? Wie war das nochmal? Aber ansonsten bist du ein heiteres, fröhliches Kind, das sehr, sehr, sehr viel Spaß hat. Diese Leichtigkeit ist in deinem Leben. Du hast Spaß, du hast Freude. Die Sonne scheint. Sonne ist ja, es macht dir glücklich. Glücklich, heiter, fröhlich. Das ist im Monat Februar. Also im Monat Februar sieht gut aus für den Krebs. Also es ist nichts, wo ich sagen könnte, das ist was Negatives. Genau. Okay, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Jetzt kehren wir mal zum Löwen im nächsten Video. Und falls dir das Video gefallen hat, gebt mir da einen Daumen nach oben da, teilt das Video und abonniert meinen Channel für weitere coole Videos. Danke, ciao, ciao.